Otto Schmitz steht für eine auf einer starken Tradition beruhende, innovative, meinungsstarke Aufbereitung juristischer Fachfragen. Wir verlegen Bücher, Kommentare, Formularbücher, Handbücher, Fachzeitschriften für die aktuelle Entwicklung. Unser Portfolio umfasst also sowohl die gedruckten Medien, aber auch die Datenbanken, in denen diese Medien auftauchen. Der herausragende Titel bei uns im Programm, das ist der Hermann Heuer-Raupach. Wichtig dabei bei unseren Kommentaren, dass es Großkommentare sind. Das heißt, die erläutern die Materie sehr detailliert und bis in die einzelnen Tatbestandsmerkmale hinunter mit der entsprechenden Rechtsfolge natürlich. Wir haben mit dem Hermann Heuer 90-Jähriges gefeiert. Das ist eben das Besondere, dass der Verlag eben nicht nachlässt in der auch wirklich Weiterführung solcher Werke und auch immer wieder Modernisierung solcher Werke. Mittlerweile ist der Hermann Heuer Raupach meines Erachtens einer der renommiertesten Steuerrechtskommentare, die es gibt, mit einer ganz hervorragenden Autorenschaft. Da hat man natürlich in den letzten Jahren natürlich auch viele, viele junge Autoren gewonnen. Das ist auch wirklich unser ganz zentrales Ziel, dass wir wirklich alles daran haben. Das heißt also, wir haben die Wissenschaftler, wir haben die Berater und wir haben vor allem auch die Finanzrichterschaft da drin. Das heißt also, wenn Sie auf das Steuerrecht gucken und Sie tun das nur aus einer Brille, dann können Sie eben auch eigentlich keinen wirklich umfassenden Kommentar machen. Mir ist schon wichtig, dass man in der heutigen Zeit die juristische Literatur nicht als bloße Wiedergabe von Rechtsprechung und Ähnlichem erkennt, sondern dass man die juristische Denkweise, dass man die nicht verliert. Und aus dieser Sicht ist der Hermann Heuer Raupach eigentlich ein Musterbeispiel für einen Kommentar von enormer Bedeutung.